Die Trockenheit der letzten Wochen macht den Landwirten zu schaffen. Der Regen der letzten Tage bringt etwas Hoffnung, dass das Gras wieder besser wächst. Wie all seine Kollegen hofft auch der Eupener Landwirt Patrick Ortmann auf günstigere Wetterbedingungen. Für unseren Betrieb kann ich sagen, jetzt haben wir kurz vor 12 noch Regen bekommen, die letzten Tage. Und dadurch setzt der Graswachstum wieder ein. Und so könnte sich die Situation noch zum Guten wenden und dann kein dramatisches Jahr werden für den Graswachstum. So auch beim Mais. Die Maispflanzen profitieren jetzt enorm vom Regen. Und dadurch denke ich doch, können wir noch einen Teil retten. Wir haben natürlich beim ersten Schnitt schon verspielt, weil der Mai war sehr kalt und im Juni trocken. Dadurch war der zweite Schnitt dann auch schlechter als letztes Jahr. Aber ich denke doch, dass wir noch können etwas aufholen. Im vergangenen Jahr waren die Erträge beim Gras außerordentlich gut, sodass Reserven geschaffen werden konnten. Bislang musste Patrick Ortmann kein Futter dazu kaufen. Falls dann jetzt nicht die angekündigten Niederschläge fallen, dann ist die Situation natürlich schlecht. Dann müssen wir Raufutter beikaufen, heißt Grassilage und auch Maissilage. Ja, und dann natürlich jeder dann die Sachen benötigt, steigen die Preise und wird für uns natürlich schlecht. Die Lage sieht je nach Gebiet unterschiedlich aus. Nicht überall hat die Dürre das Wachstum der Pflanzen gedämpft. In der Eifel, denke ich, also meines Wissens nach so im Amlerraum, da war die Situation besser als bei uns. Und dann hat man aber zum Beispiel im Urtal, die sind dann wiederum auch durch die Böden, sind die schlechter dran wie wir. Und dann Teile der Wallonie sind auch scheinbar, haben weniger Regen abbekommen. Als auch in Flandern scheinbar auf den Sandböden wachsen die Getreide auch nicht so wie müssten. Noch viel mehr Sorge bereiten den Landwirten die aktuellen Milchpreise. Einerseits produzieren die Kühe bei anhaltender Hitze weniger Milch und verbrauchen viel mehr Wasser als sonst. Und andererseits sind die Milchpreise sehr niedrig. Die Milchpreise sind natürlich gegenüber voriges Jahr, wo wir ein relativ gutes Jahr hatten, sehr schlecht. Und die Unterschiede zwischen den Betrieben sind natürlich sehr groß. Sind Betriebe, die konnten letztes Jahr Reserven schaffen, finanzieller Art auch. Die können natürlich dieses Jahr besser überstehen. Aber andere Betriebe, die große Investitionen geführt haben, die sind natürlich schlecht dran dieses Jahr. Zurzeit könne man keine großen Sprünge machen und müsse Vorsicht bei Investitionen walten lassen. Der Wallonische Landwirtschaftsverband will sich jetzt mit allen Akteuren treffen und die Milchpreisproblematik unter die Lupe nehmen.